Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Avon Colony, jetzt auf Teneri Glacier. Rette die Kolonie und verwandle sie in ein großes und glückliches Verstärkerproduktionszentrum. Sehr interessant. I've been informed that you were promoted to Commander. Congratulations. The colony here at Teneri Glacier is having a lot of problems. But don't worry, all right? I put together a plan and I'll help guide you through it. Okay. Nachschubkapsel verfügbar, interessant. Your colony could benefit from a few upgrades. Okay. I have a new objective. Okay, erstmal reparieren wir. Dann sollen wir den Knotenpunkt aufrüsten. Machen wir doch glatt. Nachschubkapsel ist auch da. Können wir rufen. Machen wir doch glatt mal. Und machen gleich mal ein bisschen Full Speed. Würde ich mal so vorschlagen. Oh, neue Mission. Ah, okay. Stufe 3. Nochmal. Machen wir natürlich auch. Ja, den sollen wir auch aufrüsten, okay. Ich mache jetzt mal ein bisschen volle Pulle. I'm informed that your colony is undergoing a hydration crisis. I trust you'll secure additional water supplies post haste. We have some thoughts on Luftfilter. Your colony could benefit from. Okay, wassertechnisch haben wir jetzt gerade ein Problem. Das heißt, da müssen wir mal was tun. Ja, ist ja okay. Ja, dann ruf doch, komm. Wir brauchen jetzt mal Wasser. Und zwar flott. Dann machen wir gleich mal hier hinten hin. Zweimal Wasser. Dann sollen wir noch einen Luftfilter bauen. Bauen wir hier hinten mit hin. Und geben wieder Vollgas. So, Kapsel da. So, das bringt uns wieder ein bisschen nach vorne. Sollen wir den geothermalen Dingsbums aufrüsten? Machen wir doch auch. Kein Problem. Gut. Your colony could benefit from a higher level of. Ja, okay. Das aufrüsten kriegen wir hin. Wir machen mal kurz auf das. Wir nehmen jetzt mal eine Farm und wir hätten im Angebot hier hinten jede Menge Brokkoli. Mal da lang. Was ist das so für ein Problem? Nicht genug Wohnungen. Ah. Ändern wir gleich mal. Farm. Gerste. Im Winter wächst natürlich nicht viel, das ist klar. Mach mal. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie in Verlegenheit kommen, was die Nanitenproduktion angeht. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir auch vorankommen, was die Ressourcen angehen. Lasermine, nein, das möchte ich nicht. Verbind dich mal. Gleichzeitig brauchen wir hier hinten wieder eine Drohne. Kriegen wir auch hin. Und Luft hätte ich hier hinten auch ganz gerne. So. Wie sieht es denn aus mit Futter? Brokkoli. Verdammt. Ich will den da jetzt so haben. Brokkoli. Ich wusste mal um auf Brokkoli. Das können wir noch nicht holen, das ist okay. Machen wir dicht hier. Machen wir das ran.
Gleichzeitig müssen wir mal gucken, ob wir nicht eventuell... Das ist schlecht, das ist ganz schlecht, das läuft gar nicht und das ist auch doof. Reis. Brokkoli haben wir eigentlich genug. Gerste, 5,2, dann nehmen wir mal lieber Reis. Zweimal Reis. Noch mit dazu. Dass wir das hier irgendwie hinkriegen. Keine Drohnen in Reichweite. Bauen wir noch mal ein Habitat hier hin, damit wir die Leute rankriegen. So. Hier haben wir eine Eisenmine. Aufrüsten. Wo bist du? Handelszentrum, Zuwanderungszentrum, Ressourcen. Nein. Wir brauchen den Nanitenprozessor. Und ich will hier nochmal auf jeden Fall Luft haben. So. Theoretisch sollte das Ganze jetzt auch gut funktionieren. Bemerkt, theoretisch. Dicht hier. Da geht es dann auch noch weiter später. Aber wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall erstmal die Grundversorgung wieder schaffen. Das kennen wir ja mittlerweile aus dem Spiel. Dann werden wir uns mal dorthin ziehen. Können wir uns noch nicht holen. Weil uns mal wieder eine Baudrohne fehlt. Machen wir mal dahin. Ja, Nahrung niedrig, ich weiß. Es ist energieniedrig. Es ist gerade wieder extrem kritisch. Eigentlich müssten wir doch ohne Probleme rankommen. Komm schon. Ich stell mal kurz ein. Wasserrationierung. Rationierung können wir gerade mal machen. Nicht, dass wir uns wieder verrecken hier oder so. Wir müssen ein bisschen gerade drauf achten. Und jetzt können wir die Rationierung wieder ausschalten. Glaube ich. Wir müssen uns mal darauf konzentrieren, jetzt den Strom hier in Gang zu kriegen. Das muss schnell gehen. Gleichzeitig müssen wir aber auch Leute ran haben. So, wenn der läuft, dann sieht die Sache auch schon wieder besser aus. So, du gehst dahin. Hey, there's a cargo pod nearby. Okay, Frachtkapsel nehmen wir gerne. Brauchen wir gerade sehr, sehr dringend. Und schon haben wir wieder ordentlich Zeugs. Ne, das geht gut. Forschung wäre wichtig. Komm, bauen wir hier hinten mit hin. Bauen wir dich da mit hin. Haben wir gerade nochmal so die Kurve gerade gekriegt. So. Forschung. Machen wir das. Und dann gehen wir gleich auf Keiko. Und dann gehen wir auf Entari-Brot. Und Flocken. So. Belohnung. Well done. I'm pleased with the progress of your colony. You may select one. Wir nehmen das. So. Das ist okay. Strom haben wir. Hier wäre der nächste Geothermale. Wir brauchen hier hinten aber auch ein bisschen... einen Bar and Grill. So, komm. Hello, Commander.
I've set the comm channel to private. During the mission to Azara Falls, I spoke with you regarding the security issue on the colony ship. I wanted to briefly update you on the situation. The unusual behavior has continued, and we're more convinced than ever that there's an infiltrator. We've seen several secure locations accessed without authorization, and the infiltrator has an uncanny ability to avoid our security scanners. The fact that the intruder has been able to evade detection for so long is deeply concerning. I suspect Calandra in particular may have somehow been affected by the object she discovered during the Sandy Gulch expedition. But despite our best efforts, we've been unable to link her with any of the observed phenomena. Please pay very close attention and notify me immediately if you observe anything out of the ordinary. Tja, so ist es. Dies steht unter Verdacht, die Gute. Mal sehen, was da groß wird, ne? So, strommäßig, da müssen wir auch mal was tun. Solar. Solar. Oder Wind. Komm, wir bauen hier mal ein Solarfeld. Sofern es irgendwie geht. Neue Mission. 200 Leute. Bernsteinwonne. Erstmal müssen wir die Grundversorgung im Griff haben und das ist mir hier noch zu riskant im Moment. Da muss noch was passieren. So. Das sieht doch hier echt übelst geil aus. Bernsteinwonne, die sind noch am Machen. Handelszentrum. Generator. Zuwanderungszentrum. Haben wir irgendwo... Nein, das Expeditionszentrum haben wir noch nicht gebaut. Okay. Naniten sind gerade echt schwach gesät. Gerade ein bisschen tricky. Geben wir mal kurz Gas. So, komm. Gib Gas. Der muss auch aufgerüstet werden. Wir brauchen mehr Naniten jetzt. Über den Strom mache ich mir auch so ein bisschen Sorgen. Bauen wir mal einen hin. Na gut, bauen wir mal zwei hin. Schaden tut's nicht. Tja, futtertechnisch, gleich kommt der Winter wieder. Brokkoli haben wir gut, Mais, Melonen haben wir so gut wie gar nichts, Quinoa. As you recall, the Constitution guarantees your citizens the right to vote on their colony governor. It looks like that time is upon us again. Quinoa ist auch nicht so viel. Quinoa ist auch nicht so viel, ne? Aber mal gucken, was wir da noch reißen können. Good news. Your citizens seem happy with your performance, and I think you have a good chance to win this referendum. Ja, so gut. So. Das sieht im Moment gar nicht mal so verkehrt aus. Alles klar. Gehen wir mal weiter. Zum nächsten. Wir brauchen noch einen Geothermalen hier hinten. I think you're on track to win this referendum. But here's the feedback I've compiled from your citizens. Zuwanderung läuft. Winterwarnung. Ja. Okay, ja. Ich verstehe, wir haben etwas knapp. Wir sind etwas knapp dran. Aber kein Grund zur Panik. Wir sind dabei. So, Baupriorität hoch. Volle Pulle. Vielleicht packen wir es ja noch. Zack, voll.
Und damit sollten wir auch wieder im grünen Bereich sein. Nichtsdestotrotz werden wir noch ein paar Arbeitskräfte brauchen. Schön langsam wachsen. Nicht übertreiben. Good news. Your citizens seem happy with your performance, and I think you have a good chance to win this referendum. Nicht übertreiben. Sonst kommen wir mit der Nahrung nicht hinterher. Gerade im Winter ist es immer tricky. Das Schlimme ist, wir haben ja keine Pottasche, ne? Das ist ja auch gerade so ein Ding. Blitzturm. We're concerned about the food situation in your colony. Hunger appears to be a growing problem. Ja, ich weiß, dass wir Hunger haben. Ich weiß. Aber das kriegen wir schon in den Griff. Keine Sorge. Okay. Nehmen wir die Nachschubkapsel noch mit. Aber so dramatisch ist es jetzt auch noch nicht. Congratulations on your referendum victory, boss. Ja, danke. Machen wir mal so. Gut, dann brauchen wir jetzt noch mal auf jeden Fall hier was für die Abgase, sage ich mal. Wasser wird schon wieder tricky. Hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Machen wir ein bisschen Wasser. Machen wir mal so. So, futtermäßig müssen wir noch mal nachlegen. Ich mach mal ganz kurz Stopp. Melonen, Brokkoli ist super, Gerste ist schlecht. Ja, machen wir so. Machen wir so. Dann holen wir uns das noch. Dann holen wir uns ja auch nochmal Gerste. Die das hier voll knallen. Mach das mal zu. Dann werden wir mal ein zweites Hochhaus da oben bauen. Sieht aus mit Ressourcen. Mini-Lagerhalle. Machen wir hier noch hin. Da schadet es nicht. Und dann brauchen wir auch mal was in die Forschung. Wir brauchen Gewürzbrot. Eigentlich brauchen wir ja alles, ne? Also gehen wir mal Vollgas. Lass mal alles erforschen. Und dann können wir... Ja, komm. Energieschirm. Filterboost, Plasmaboost, Schrubberboost und Drohnenboost. Forsch mal alles. Brauchen tun was eh. Gut. Wir geben mal Gas. Dann sind wir wieder im Plus. Das ist gut. Was ist hier wieder los? Nicht genug Wohnungen. Ja, daran arbeiten wir jetzt. Wir sind ja dran. So ist es nicht. Wir arbeiten. Das werden wir hier oben mal hinsetzen. Gucken. 13 von 36. Okay. Hochrüsten. Blitzturm. Können wir den noch aufrüsten? Ah, da fehlen uns jetzt gerade die Naniten etwas. So, das rüsten wir auch noch auf. Strom sieht noch gut aus. Strom sieht noch gut aus. Die müssten ja eigentlich auch gut versorgt sein. Lass mal gucken. Kriminalität. Arbeitsweg ist... Da ein bisschen tricky und hier ein bisschen tricky.
Und Kriminalität wird so langsam zu einem Problem. Okay. Ja. Please make sure your colony increases food cultivation immediately. Ja, wir sind doch schon dran. Mach keinen Stress. Aber wir haben gerade etwas wenig. Möglichkeiten. So, wir haben das. Da wird gebaut. Das sieht gut aus. Mais sieht aus. Quinoa und Mais. Müssen wir nochmal nachlegen. Kommt echt. Mais kommt echt nicht viel rum. Ganz ehrlich, Mais kommt nicht viel rum. So, komm. Und wir brauchen halt eine Menge Strom und Wasser. Ah, das läuft, das ist okay. Mal kurz weg. So, Splittersturm, okay. Ja, und wie das weitergeht, das seht ihr in der nächsten spannenden Folge von Avon Colony. Ich sag bis dahin, ciao, ciao, hinterlasst ein Däumchen nach oben, wenn es gefallen hat. Und ansonsten bin ich für heute raus. Macht's gut, ciao, ciao. C'est la vie.